Eine Gruppe von Wasserböcken, ein älterer Bock und drei halbstarke. Und wie es gehört für halbstarke, es wird etwas gekämpft. Nicht ernstlich, aber nur zur Übung. Der Standortwechsel hat sich bezahlt gemacht. Hier im offenen Gelände finde ich jetzt Zebras vor, die sonst im Park eigentlich weit verbreitet sein müssten. Das Steppenzebra oder Burchell's Zebra genannt, zeigt deutlich, dass es zwischen den schwarzen Streifen den weißen hat, aber in dem weißen einen sogenannten Schattenstreifen, einen leicht braunen, schwach gezeichneten Streifen. Das Bergzebra, zum Beispiel Hartmanns Bergzebra, hat diesen Schattenstreifen nicht. Der Hochwasserstand bietet ein interessantes Schauspiel. Paviane beim Spielen im Wasser, während die Erwachsenen weiterhin dabei sind zu äsen, sind die Halbstarken und die ganz Jungen dabei, das Wasser richtig voll zu genießen. Vor allen Dingen, wie bei Menschen auch, wird gerangelt und wird die anderen irgendwie auszuspielen. Wunderbar, hier im Wasser zu laufen. Jetzt macht sich der Trupp langsam auf den Weg, das Wasser zu überqueren. Und der ein oder andere hat jetzt schon sich einen Transport gesichert, indem er wie ein Jockey auf einem Älteren, wahrscheinlich die Mutter, sitzt. Der Rest der Kleinen ist zu spät für diesen Transport. Also bleibt nichts anderes übrig, als jetzt erstmal die Wassertiefe auszuloten und dann zu sehen, dass man rüberkommt. Naja, hat es doch geschafft. Jetzt muss man sich natürlich beeilen, dass man schnell dem Trupp folgen kann. Denn der ist schon unterwegs. Der Kappbüffel hat neben sich zwei Kuhreiher, die also eifrig die Zecken von seinen Beinen pflücken und natürlich darauf warten, dass er etwas läuft und Insekten aufstöbert, die sie dann fangen können. Das ist ein einzelner Bulle, der wahrscheinlich aus der Herde ausgestoßen ist. Ein sogenannter Junggeselle. Ja, so ein Bart hinterlässt seine Spuren und da hier eine ganze Menge grüner Algen gedeihen, ist ein Grünstreifen auf der Decke nicht zu vermeiden. Eine ganze Gruppe von Büffeln hat sich jetzt versammelt und es ist natürlich immer angenehmer, ein solches Bad zu genießen, wenn man viele Gleichgesinnte hat, die das auch genießen. Es macht schon Spaß, wenn man im Wasser liegt und gleich die Algen auch noch aufschlecken kann. Die Lage des Campingplatzes begünstigt eigentlich die Erkundung des östlichen Teils dieses am Chobi-Fluss gelegenen Streifen des Nationalparks. Aber heute hat es sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat, den westlichen Teil, der weiter entfernt ist, zu erkunden. Denn wunderbare Beobachtungen von allen möglichen neuen Tiersorten und auch natürlich das Schauspiel der badenden Paviane als auch der badenden Büffel
hat gezeigt, dass es sich gelohnt hat. Elefanten bevorzugen die Nachmittage zum Wasserschöpfen und Baden. Dies ist auch die Zeit, wo man große Ansammlungen von Giraffen beobachten kann. Hier eine interessante Szene. Der Bulle, erkennbar unter anderem an der dunklen Färbung, macht Annäherungsversuche an eine Kuh. Dadurch gereizt, uriniert sie etwas. Der Bulle leckt diesen Urin und stellt damit fest, ob diese Kuh zur Paarung bereit ist. An seiner Lippenstellung kann man sehen, dass er scheinbar mit dem Ergebnis seines Tests zufrieden ist. Der Kudu mit seinem Spiralgehirn ist sicher einer der prächtigsten Antilopen in Afrika. Ein solcher Bulle kann etwa 280 Kilo wiegen. Er ist ein Blattfresser. Zurzeit laufen die Bullen meistens alleine. Die Kühe bilden einzelne Gruppen. Und gerade wieder mal ein Problem der Vogelfotografie erlebt. Ein Raubadler saß wunderbar, gutes Licht, gute Position. Und nachdem die Kamera montiert war, alles eingerichtet war, fliegt er davon. Das ist mal die Wildnis. Ein wunderbarer Bock, der Wasserbock. Die besondere Zeichnung im Antlitz und die schön geformten Hörner machen ihn zu meinem Lieblingsbock. In diesem Astloch befindet sich das Nest des Gelbschnabeltokos. Bei näherem Hinsehen muss ich jedoch korrigieren. Es handelt sich nicht um den Gelbschnabeltoko, sondern um den Rotschnabeltoko. Aber beide haben die gleiche Methode des Nestbaus. Diese Vögel haben eine eigenartige Art des Nestbaus. Die Henne schlüpft in dieses Loch und dann der Hahn mauert es quasi zu mit Lehm und Speichel und lässt nur noch einen Futterspalt offen. Die Henne legt die Eier innen, brütet sie aus und dann bricht aus diesem Nest aus und beide mauern das dann wieder zu und die Kleinen werden dann gefüttert, bis sie Flügge sind und dann brechen sie aus diesem
Schlupfloch aus, indem sie das quasi Mauerwerk ausbrechen und dann davonfliegen. Während die Henne im Schlupfloch sitzt, hat der Hahn die Aufgabe, sie zu füttern. Und das haben wir vorhin gesehen. Ein neuer Tag und wieder werden die Karten neu gemischt. Gestern war interessant, sicher das Highlight oder der Höhepunkt war das Füttern des Rotschnabeltoko für seine Jungen, die in dem Baumloch versteckt waren. So, mal sehen, was der Tag heute bringen wird. Dieser Vogel der Rollerfamilie wird in Afrikaans Traupant oder Bräutigam genannt, wegen seiner besonders guten Farbmarkierung. Der Begriff Roller hängt damit zusammen, dass er im Flug links, rechts rollt und mit dieser Schau seines bunten Gefieders Mädchen beeindrucken will. Ein Leguan tut sich gütlich an dem, was er in dem Elefantendung doch an Verwertbarem findet. Er ist nahezu ein Allesfresser, der besonders natürlich sich spezialisiert hat auf das Stehlen von Vogeleiern, aber er geht auch an Eier von den Krokodilen ran, solange die Krokodilmutter das zulässt, das heißt, dass sie außer Reichweite ist. Man kann fast sagen, dass der Schwanz des Leguan fast die Länge des restlichen Körpers umfasst. Und wie so bei anderen Reptilien benutzt er seine Zunge zum Riechen. Der heilige Ibis, so benannt nach den alten Ägyptern, die ihn als Gott Thoth verehrten, ein Gott, der sie vor irgendwelchen Plagen bewahren sollte. Oft wurde er auch mumifiziert, begraben mit den Pharaos. Diese Kormoranart ist bekannt als African Darter, Schlangenhals, ein sehr effektiver Jäger, der seine Beute, also Fische, unter Wasser aufspießt. Wenn der Vogel schwimmt, dann schaut nur der Hals aus dem Wasser. Weil er dünn und lang ist, entsteht der Eindruck, dass dort eine Schlange schwimmt. Der Offen hat ein hervorragendes Werkzeug in seinem Schnabel. Der Schnabel ist so gestaltet, dass er Wasserschneckengehäuse sehr leicht aufmachen kann. Ist also ständig dabei, das Wasser nach Schnecken zu durchforsten.